So, da sind wir wieder bei Keen 4. Das wäre hier eigentlich die letzte Pyramide, beziehungsweise eben das letzte Level, Hopsasa. Hier findet ihr noch die, also unter dem hier, wo ich jetzt hier nicht durch kann, das ist eine Secret Welt, die, zu der ich leider den Zugang verpasst habe, aber da ich ja so oft abgespeichert habe, gibt es die Möglichkeit, dass wir diese auch noch besuchen, aber zuerst betreten wir mal diese Pyramide. Wie die genau heißt, weiß ich nicht. Die Pyramide der verbotenen Sonne, keine Ahnung. So, wir starten einfach mal. So. Unsere Freunde, unsere Speere, die uns alle umbringen wollen. Ja, ist klar. So, also ich habe auch während verschiedener Bearbeitungsepisoden von diesem Spiel bemerkt, dass ich wirklich zu viele Secrets ausgelassen habe. Versuche mich... Oh! Na, na, na. Jetzt wirklich mal auch auf einiges zu konzentrieren, obwohl ich mir eigentlich sicher war, dass ich in der letzten Welt alles eigentlich eingesackt habe. Also ich war davon entschlossen. So, wir gucken uns erstmal an, was hier so ist. Einfach hintereinander. So. Ein Würmchen, ne? Ah, da hast du's. Ah, okay, unten, das wäre der gleiche Zugang irgendwie. Ah, wartet mal. Wartet. Ah. So, aber... Prinzipiell ist das kein langes Spiel, wie ich jetzt feststellen musste. Und ich spiele es zum ersten Mal zu Ende. Wir sind noch nicht am Ende. Und ja, ich hätte mich mehr konzentrieren sollen. Ja. Gut. So kommen wir wieder hier hoch. Komm her, du Würmchen. Komm, komm, komm. Bang. So, okay, also knifflig wird es bei diesem einem Schießstand, der hier nicht schießt. Ob es hier einen Weisen gibt? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Kann man hier durch? Gibt es hier ein Secret? Na, irgendwo muss man ja da durchkommen. Schätze ich ja mal. Gucken. Gucken. Aha. Würmchen, Achtung. Kacke, ja. Na. Trockne aus. So, tschüss. Okay. Ah, nee. Oh. Ich wollte... Ah, was mach doch so. Ja, nie machen die das, was ich will. Okay, dieses Tröpfchen da hatten wir. Okay. Gibt es hier noch eventuell ein Secret oder so? Pogo-Stick raus. So. Tröpfchen eingesammelt, ganz vorsichtig. Ich glaube, in einem anderen Schwierigkeitsgrad hätte ich damit jetzt meine Probleme gehabt. Denn ich glaube, da schießen auch diese grünen Schieß... Schisserchen, wollte ich sagen. Nee, nicht Schisserchen. Schieß, Dinger. Und es kommen auf jeden Fall mehrere Gegner zu. Auf einen zu, ja. Ich bin wieder mit meinen Kommentieren ein bisschen wieder so lala. So, aber auch an dieser Stelle möchte ich mich auch bei Adafication und Offi-Chan. Oh, bedanken. So, ja. Jedes Mal, wenn ich mich nicht aufs Spiel konzentriere, kacke ich ab. Ist klar. La la la. Gut. Was ich sagen wollte. Adafication und Offi-Chan.
oder Offizien, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall ein großes Dankeschön an euch. Auch an eure Kommentare, an eure Tipps zu dem ganzen Spiel. Ich hätte mir nicht gedacht, dass noch mehrere Leute dieses Spiel in ihrer Kindheit gespielt haben. So. So, jetzt muss ich aber gucken, genau betreffend dieser Welt, dieser Secret-Welt, dass ich nicht unabsichtlich hier irgendwo irgendwas abspeichere und dann, die einzige Möglichkeit, noch einmal schnell diese Secret-Welt zu zeigen, auch nicht verpasse. Moment, ganz kurz, Tröpfchen, komm her. Gehen wir zuerst mal oben, oder wartet mal, wie war das denn jetzt? Ist klar, wenn man seinen Stick nicht unter Kontrolle hat, ja, soll man jetzt nicht falsch verstehen, kann vieles schief laufen. Was ist hier unten? Ein Würmchen. Da! Ah, ich glaube, das hat mich sogar getötet. Kann das denn sein? Was ist hier? Ah, okay, das heißt... Wartet doch mal. Das heißt, die... Wir müssen wieder auf Speichern zurückgreifen. Es tut mir leid, also... Wir sind wieder bei 0 Leben. So. Nicht nur, dass wir hier rauskommen können... Also, dass dieses Portal hier sozusagen zwischen diesem und dem anderen Ausgang hier sozusagen entsteht. Nein, es entsteht noch ein zweites Portal, was mich auch nach unten führt. Frage, ob es jetzt hier einen Weisen gibt oder nur ein Exit. Wie sieht es denn eigentlich aus? Ja, ein Weise fehlt uns, glaube ich, noch. Wow! Jetzt gehen wir hier mal schnell nach unten. Nee, du kackst mich hier nicht ein. Aha. Alle Punkte einsammeln. So. Spring. Aufrollen. Tröpfchen. Runter. Luftballon. Oder Kaugummi oder was auch immer. So. Aha. Ja, ich bin jetzt hier äußerst konzentriert. Ich glaube, das merkt man auch. Ich möchte nichts auslassen und ich möchte auch nicht failen. Eine komische Mischung. So. Aha. Ein Leben dazu bekommen. Ich dachte, wir hätten vorher 0. Leute, wie kann man schon so am Anfang abkacken? Wartet mal, ich lese mir durch, wie die Pyramide... Ich wollte mir durchlesen, wie die Pyramide hier heißt. Wieso wird das so schnell geladen? Wisst ihr was? Ich pfeife jetzt hier drauf. Load, LP, ja, ich weiß, dass ich in einem Spiel bin und los geht's. Ich habe keine Lust hier irgendwie, keine Ahnung. So, schnell. Und jetzt wird alles abgespeichert. Ich habe echt keinen Bock hier... Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt im ersten Drittel, Viertel, keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin, so dermaßen abkacke. Ja, aber leider schaffe ich sowas immer sehr leicht. Komm her, du Würmchen. Es hat gekackt, vielleicht hat es sich umgedreht. Ja, es kommt zurück. Komm her, du Ess. Tschüss. So. So. Oh. Wir sammeln jetzt das alles ein und unten bei den Luftballons, bei dieser Plattform, speichere ich ab. Ganz einfach. So. Tschüss.
du machst mich nicht K.O. So. 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 Nach unten. So. So. Fokusstick raus. Sprung. So. Und jetzt speichere ich ab. Save Game. Bei LP. Ganz wichtig merken. LP und nirgendwo anders abspeichern. Denn ich brauche meine... Nein, nichts. Quit the game. Spinnst du? Return to the game. Denn ich brauche unbedingt diese Safe Stats, würde ich nicht sagen. Einfach diese Speicherpunkte. So, komm. Komm. Unten ist eins. Ich hab's doch gesagt. Ah! Ne. Dieses Mal wollte ich dich austricksen. Na, hast du davon, du? Ach, hier kackt noch etwas. Genau, wenn wir hier reingehen, kommen wir wieder... Wo? Dort unten raus. So. So. Komm. So. Ha! Voll in die Fresse. So. So. Und jetzt, ich würde noch mal gerne, glaube ich, hoch. Kann das denn sein, dass ich dort irgendwie hoch kann, soll, muss? So, aber ich habe ja jetzt... Ach, scheiße, spring einfach so. Ich habe ja jetzt mit diesem Automaten da irgendwie etwas geöffnet, ne? Sprung und so, ganz, ganz vorsichtig, einfach ganz easy, cheesy, so, ja, abspeichern, ja, saving game, ja, hier runter, gucken, was hier ist, ein Würmchen, pang, komm, so. Oder wurden dadurch einfach irgendwelche Durchgänge einfach neu gestaltet? Also diese Portale, von denen ich... Warte mal. Ja, diese Plattform. Kann ich hier durch, ohne dass mir was passiert? Ja. Ah, da unten ist ein Leben, aber... Ah! Ja, ich guck dieses Leben an und merke nicht, dass dieses Würmchen hier auf mich zukommt. Ist klar. Obwohl es vor meiner Nase ist. Wie hätte man da durchkommen können? Kann mir das einer erklären? Weil dieses, die grüne, also dieses türkise, das war ja offen am Anfang. Da bin ich mir ganz sicher. Da konnte man nicht durch. Jetzt haben wir mit diesen Dings das geöffnet, aber wie hätte man hier durch... Wartet. Ich glaube, ich hab's. Einfach noch einmal und von dieser Seite rangehen. Wartet. Und dann hier einfach runterspringen. Wenn man das Springen nennen kann, ich weiß auch nicht. Also, okay, wartet. Hallo, S. Na? So, das soll hier ein bisschen kniffliger sein. Nein! Oh, nicht try again. Wir haben ja schön abgespeichert. Wir laden das jetzt einfach. Genau, paust. Na. Wer kackt denn hier uns ein? Das macht uns aber nichts aus. Wir können uns umdrehen und trotzdem schießen. Ha, damit hättest du jetzt einfach nicht gerechnet. Ja, dann muss man ein bisschen früher nachdenken, mein kleines Würmchen. Komm. Haben... Ach, jetzt habe ich vergessen, ob das vor oder nach dem Abspeichern... Also, das mit dem Portal, wartet mal, ich muss mir das jetzt schnell angucken.
Ich habe jetzt wieder ein bisschen den Überblick verloren. Ja, da ist es. So. Tschüss. Jetzt warten, bis das Häufchen weg ist. Jetzt durch. Na. Na. Ha. Was ist hier oben? Hier oben ist so ein Automat. Wir speichern hier einfach ab. Ja, ja. Lala. Ja, es kann für den einen oder anderen langweilig sein, aber Leute, spielt es selbst. Genau deswegen habe ich es abgespeichert. Oh Gott, das kann's doch nicht sein. Load. Ja. Ja. Ja, spielt es selber. Und ich hätte da echt, ehrlich gesagt, ich hätte keinen Bock, alles immer von neu zu beginnen. Wie soll ich das denn jetzt anstellen? Wie soll ich das anstellen? Soll ich das eventuell mit einem Pogo-Stick machen? Kann das sein? Ha! Das ist so fies, dass die Plattform uns nicht einmal irgendwie beschützen kann, geschweige denn... Ach, das ist so gemein. So gemein ist das. Das muss man sich echt mal realistisch vorstellen. Wartet. Hier, komm. Komm nach hoch. Kannst du nicht hochgucken? Okay, wartet. Oh. Gott sei Dank. Das gleiche hier bei dieser Plattform. Wie sieht's hier aus? Okay, wartet. So. Tröpfchen, Luftballon oder Kaugummi. Mach. Was? Das ist auch sicher so. Ah, die Tröpfchen oben auf die Kacke ich. Ja, ich bin total konzentriert gerade, deswegen sage ich auch nicht viel. Oh Mann. Ich hoffe, dass ich da nicht zu viel übersehen habe oder so. Wartet, kann man nicht gucken. Okay, wartet. So. Okay. Oh. Das war meiner Meinung nach knapp, aber ich möchte trotzdem... Kann man hier nicht runtersehen? Ich meine... Hallo. Egal. Okay, das wird hier geschossen. Ha! Dieser Jump. Hä? Das ist ein geiler Jump. Hä? Oh! Ja, das war mein eigenes Verschulden. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nochmal. Einfach nochmal und gut ist. So. Und jetzt versuchen wir das einfach noch einmal. Ja, ich wollte einfach mal cool sein und hast du nicht gesehen und zeigen, wie ach, ich failen kann. Ja. Gut. Ah. So. Nochmal. So. So. Hier Pogo-Stick. Hier einkassieren. So. So. Ha! Guckt euch das an. Ich bin ein Meister. Ha! Bin ich nicht gut? Für meine Verhältnisse? Ski!
passiert eigentlich? Ich würde eigentlich gerne wissen, was hier weiter... Wartet. Ja, wartet. Erst mal das hier einsammeln. So. Ich würde gerne wissen, was hier unten eigentlich ist. Oder ob das hier wieder... Ich glaube, es sind wieder nur tödliche Stacheln und so. So. Wieder hier abspeichern. Alles ist gut. Alles ist Soletti. Alles ist Paletti. Und einfach dann weiter hinein. So, diese grünen Freunde. Schieß. Wartet. So. Dieser eine Jump reicht, um damit belassen wir es. Dieser schießt. Ups, ich war ein bisschen zu schnell. Ja, ja. Ja, ja. Es war ein Kalkulationsfehler, ja. Zum Glück spielen wir hier nur dieses Spiel und zum Glück bin ich jetzt nicht die Titanic gefahren. Oh. Ah. Super, eigentlich habe ich das doch gut geschafft. Jetzt haben wir noch ein Leben dazu bekommen. Okay, jetzt beginnen diese Freunde hier schon zu schießen. Okay, wir haben den grünen... Ja, außerdem habe ich bemerkt, dass ich während des Spielens total farbenblind bin. Ich sag zu rot, blau und solche. Das ist mir so oft aufgefallen. Aber nein, dieses Mal haben wir einen blauen Key aufgefangen. Hier ist der weiße. Eigentlich? Okay, ich bin mir zu 1000% sicher. Ich habe so viele Secrets verpasst. Geh, dreh dich um, du Weise. Genau, denn ich möchte... Das hier. Genau, das ist, glaube ich, das letzte Oh, thank you von dem. You're the last one, fella. Let's both get back to the Oracle Chamber. Was uns dort erwartet, ich habe keine Ahnung. Ich habe bis jetzt nicht so weit gespielt. Now this is really an impressive way to activate this monolith of ancient wisdom. Okay. Click. Everyone be silent. Silence! I kill you! Maybe it's got a dead battery or something. Also in einer Orakelkammer Batterien? Okay. Passiert jetzt was? Es leuchtet. The Shikari are a race of shadow beings from... Nochmal! The Shikari are a race of shadow beings from the far side of the galaxy. They are building an Armageddon machine and are planning to blow up the galaxy with it. Then rebuild it to suit their needs. Okay. Das heißt, irgendwelche komischen anderen Mächte oder sonst irgendwas versuchen irgendwie so eine Armageddon-Maschine, das heißt Weltuntergangsmaschine zu erbauen, um dann sozusagen alles zu zerstören und dann alles so aufzubauen, wie die es möchten. They live on the third planet of the Korath system, which is 71.000 light years from was? Gnosticus 4? The Armageddon machine is almost complete. Okay. And this is what they... Was? Das ging mir zu schnell! The Shigari are toast. Toast. Thanks for the scoop, Oracle. I'm out of here. I hope it doesn't rain on my folks. Jetzt fliegt er weg. Meanwhile back on Earth. Okay, währenddessen auf der Erde. Okay, hier geht alles kaputt. To be continued. Okay, also wir sehen hier, dass das Spiel hier weitergeht. Don't miss the Armageddon Machine, the shocking conclusion of Goodbye Galaxy, where you'll see what the Shikari looks like. The insides of the Omega-matic
Lots of weird robots and aliens, cool shots of galaxy exploding, plus the one or two big surprises. Call a ride for the Armageddon Machine now. So, das heißt, in der nächsten Episode von dem Spiel sehen wir, wer die Shikaris sind, wieso sie alles zerstören möchten. Wir sehen hier verschiedene Gegner in Form von Robotern, eine coole Galaxie-Explosion und ein oder zwei andere Überraschungen. Naja, ich kenne die anderen Parts nicht. So, das war eigentlich jetzt alles zu Keen 4. Ich hoffe, euch hat mein LP gefallen, aber nichtsdestotrotz, ich zeige euch jetzt trotzdem, wie die andere Secret World ausgesehen hat und wie man zu dieser kommt.